Willkommen zurück zu Ninja Gaiden 3 Wazer's Edge. Wir sind irgendwo hier in der Antarktis. Und ich kann kaum was sehen, aber ich soll irgendwo hin. Wo genau? Ja, doch da hinten. Okay. Don't you ever get cold in that getup, Hayabusa? No. Das ist ein Thermo-Ninja-Anzug. Wow, hi. Looks like you've been spotted, man. Ist mir auch aufgefallen. I really don't get you guys. Wie, du verstehst ihn nicht. Okay. Na, weil sie so weit abgelegen ist und die niemand okay. Ich sehe eh nichts. Wow. Ja, hab ich auch gesehen. Ich glaube, ich muss die tatsächlich mal beseitigen hier. Oh, fällt ein. Ich habe ja noch mein Schwert, die ich weiter aufwerten kann, ne? Ich habe ja inzwischen 400.000 Karma-Punkte. Das heißt, ich könnte theoretisch mal sowas tun. Aber man muss sich hier ein bisschen was beseitigen. Okay. Ich stehe auf einer Gletscherspalte. Ich sehe doch nichts. Okay. Es ist so neblig, dass ich nichts sehe, wirklich. Geh mal weg. Hier, bitteschön. Bam. Okay. Erstmal irgendwo ranhängen. Mist, ich wollte ausweichen, es ging nicht. Er war halt noch in diesem Modus von wegen so, ich will hochklettern. Und dann konnte er nicht nach links oder rechts. Wirklich sehr schade. Hier wird geladen, bitte warten. I figured as much. Und jetzt einfach immer weiter hoch. Okay. Been meaning to ask. Can you hear me? Nee. I can hear you fine. Aber Ryo antwortet halt auch nicht auf jeden Scheiß. Your objective is inside. Good luck. Einer von den Mutanten. Der kriegt ein gutes Helmchen. Das ist neu. Das gab's vorher nicht. Habe ich schon gesagt, dass ich mein Schwert aufhängen kann? Irgendwas habe ich schon wieder vergessen. So schnell kann's gehen. Jo. Ja, da bleibt doch mal stehen. Jo. Geht doch. Oh, da ist ja noch einer. Zwei sogar. Hast du gesagt, dass ich so nicht arbeiten kann? Okay. Ich glaube, ich habe die Situation gerade noch so rechtzeitig erkannt. Ich sehe nichts. Ah, da. Okay. Und da war noch, och Mensch, die Zombies von der Party. Das ist ja toll.
Ja, der nächste. Jo, alles klar. Kann man ja mal machen, ne? Kannst aber auch sein lassen. So. Nehmen wir hier so durch. Achso, okay. Zumindest gibt es hier wieder keine Geister-Piranhas wie in anderen Jakai-Titeln, die echt nervig waren. Boah. Und hört nicht auf. Au, au, au. Lassen den. Na komm. Jetzt aber. Mann, Mann, Mann hier. Okay. Haben wir das? Boah. Habe ich nur mal was gemacht, weißt du, und dann wieder so weit. Da denkst du ja echt nichts Böses. Und dann kommen die schon wieder. Meint so, hey, listen, hey. Das erste Mal mit uns zwei und so. Und uns drei. Hier, verdau das. Und wieder nicht weiter nach rechts rumdrehen. Geht halt manchmal einfach nicht. Halt einfach nicht drin. Und nein, das liegt auch nicht daran, von wegen so, er ist halt von Anfang an nicht in die richtige Richtung gedreht. Und manchmal wirklich kann sich einfach bis zum Geht nicht mehr drehen. Und manchmal halt auch dann nicht. Da gibt es keine Regelmäßigkeit, das ist ein bisschen nervig. Okay, nein, oh. Das war knapp. Ich möchte vielleicht den Goldskarabäus. Ich hab ihn. Okay. So, ganz kurz. Wetter aufwerten. Jo. Ah. Sagen, hä, was dauert denn da so lang? Und hier können wir noch nicht. Da fehlt noch ein bisschen was. Aber wenn wir es haben, dann haben wir es. Hui. War schon fast so einfach. Hui. Okay. Bin da. Da hängt irgendwas an der Wende. Das hängt an der Wende. Jo, mach mal Schaden. Oh, wow. Jetzt kommen Dicken hier schon wieder. Das ging jetzt tatsächlich sehr, sehr gut. Ich meine, wir haben jetzt gerade die Schwerter aufgewertet, aber das so einen Unterschied macht. Und da. Ich meine, wenn das ein anderer Schwierigkeitsgrad wäre, ich wäre tot gewesen. Tod, Töter am Mammut. Tod, Töter am Mammut. Genau. Ja.
trotzdem. Ja. Was ich versuche hier einen schweren Schlag aufzuladen. Funktioniert mal gut, meistens nicht. Aber ich kann jetzt meinen Ninpo weiter verbessern. Wenn man mich lässt. Hier, nimm das. Bitte noch die zwei, hoffentlich. Vielleicht da hinten noch irgendwie was, weil ich da was rumspringen sehe. Was? Wow! Alles klar. Okay. Alles klar. Wenn ihr denkt, das reicht noch nicht. Dann sagt das Spiel so, ja, ich habe da noch was vorbereitet. Wenn da jetzt kein automatisches Blocken drin wäre gerade, würde ich auch nur die ganze Zeit Schaden kriegen. Ist einfach so. Ja, es war voll daneben. So, hier ein bisschen Feuer. Ich habe nichts getroffen. Gut. Weiter so. Den schon ein bisschen die Nerven. Nervenden Gegner hier. Na eben halt, ne, während der ersten Welle halt hier so aus, als würde hier irgendwie was rumhüpfen, so nach dem Motto, so sammel mich ein oder so, keine Ahnung. Aber anscheinend, nein. Dann halt nicht. Times have I told you to clean up after yourself when you're done playing? Die hat mich nicht aufgeräumt. Sie hatte keine Chance aufzuräumen. Okay. Wo ist er? Da ist irgendwo ein Vogel. Ich hab ihn gehört. Ja. Hey Vogel, was geht? Dankeschön. Sicher, sicher und so. Ja, hi. Alles bekannte Gegner hier. Mal so, mal in einer Pappe. Ich mag halt diese Mechanik hier von wegen so. Na, gewisse Art Kampfrausch, ne? Von eins zum nächsten Schnetzel und gleich Instant-Kill und sowas. Mag ich und ist halt auch durchaus aufgrund der Masse an Gegnern angebracht. Nichtsdestotrotz. Fehlte es dem Spiel an der Finesse im Kampfsystem.
Weißt du, jetzt kommt schon Mimimi. Und ich habe meinen Nimpoli auch gewertet. Das ist viel schlimmer. Da war er tot. Der auch. Okay. Das, ist das hier rein zufällig so ein Nachbau von dieser einen Kathedrale, wo wir waren? Nee. Das sah dann dennoch ein bisschen anders aus. Hey, komm mal mit. Gibt bestimmt hier irgendwo mehr Gegner. Schon richtig. Ähnlich und dennoch anders. Wahrscheinlich, weil Kathedralen alle gleich aussehen. Warten. Ich hau ja schon zu, wo ich kann. Aber manchmal will so ein Gegner halt auch einfach nicht sterben. Verstehen warum. Oh, da liegt eine Leiche in der Luft. Ja. Da ist schon wieder so ein toller Kopf. Ja, der immer noch nicht genug. Jetzt? Jetzt hat er genug. Okay. Dann kann ich jetzt ganz kurz mein Nimpo aufwerten. So, da haben wir das. Viel mehr irgendwie hier was Interessantes ist halt nicht, ne? Später gibt es wohl hier, ne, erhöht maximale Gesundheit, wenn du hier irgendwie was an Skarabäen und so eingesammelt hast. Aber im Moment halt nicht so. Guten Hallo. Okay. Es gab es nicht mal die Kamera über sich hier, weil ich gerade so heftig in der Ecke war. Hätte wahrscheinlich nur zu Fehlern geführt oder so. Ja, ich sehe einfach nichts mehr. Manchmal ist es auch einfach too much. Too much und zu schnell. Jo. Und ich verstehe auch nicht so ganz, was das triggert, dass Rio dann hier in diesen Mehrfach-Kill-Modus halt reingeht, weißt du? Oh shit. Hi. Nette Sense. Auslöschungstechnik. Ah, noch einer. Ja klar, warum nicht? Kann man machen. Wie töte ich die jetzt gerade so schnell? Man stört mich nicht, wundert mich nur echt. Weil das Spiel mir bisher eigentlich andere Dinge gezeigt hat. Irgendwelche tollen Kapseln mit Zeug drin. Mit Zeug, was rauskommt. Okay.
Ich nehme euch mal mit, ne? Ich weiß zwar noch nicht wohin, aber ich nehme euch mit. Hör doch mal hier lang. Bestimmt der Weg, wo ich hin muss. Oder der, wo ich herkam. Es ist nicht der, wo ich herkam. Oh, es gab hier. Zusatzgesundheit, siehst du? Da muss nämlich. Großer Raum. Bossraum. Darf gegen mich selbst kämpfen? Okay. Du kannst mich nicht besiegen. Spiel auf einfach. Aber der macht schon böse Aua. Aber was ich jetzt noch nicht verstanden habe, ist der Untertitel von Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. Wer ist Razor und wessen Kante ist denn so wichtig? Er ist tot. Oh nein, jetzt darf ich wieder gegen eine andere Dimension kämpfen, Robert. I knew you had it in you, Hayabusa. Not even the ties of blood can stop you from taking a life. Why are you here? Allow me to answer that. Who are you? Pleased to meet you. I am the chairman of LOA. You may call me Ashtier, and this is my head of R&D, Clifford Higgins. Sure, I was a contract scientist for the Japanese government, but my true calling is research for the Lords of Alchemy. So you're behind all of this? And you've proven to be our biggest obstacle, Dragon Ninja. And you were supposed to have died in London. But I stayed our hand when Clifford said he needed a sample of your blood. You should thank me, Hayabusa. I saved your life. For a little while, at least. And thanks to the Dragon Ninja's DNA, we're even closer to creating a perfect being. A magnificent addition to our bloodline. You see, I am Clifford's grandfather, Kana's great-grandfather. She is a very special girl. I need her. What about Mizuki? Is she alive? Who cares? You son of a... Okay. You and your monster brother can kill each other. The death of the Dragon Clan and its outdated ways will mark the birth of a new millennium! Na, du siehst ja toll aus. Das ist also die Manifestierung dieses komischen Fluchs, oder was? Wenn ich ganz von dem Fluch eingenommen werde. Gleich. Dann sehe ich auch so aus. So, du kannst mich nicht mehr treffen. Ich bin nämlich schon fast tot. Was da stehen? Ich mache ihm auch sehr wenig Schaden. Sehr, sehr wenig. Und er heilt sich. Penner. Irgendwie. Entweder aufgrund von meiner Lebensleiste oder wenn er mich trifft oder ich weiß auch nicht. Sieht das manchmal so aus, als würde es heilen. Ich weiß nicht.
Hier, nimm das. Oder das ist halt jetzt so ein Ding, weil ich ja das Impuls aufgewertet habe, dass man jetzt nicht mehr extra zielen muss. Das kann auch sein. Also halt bei Wirkung des Nimbus. Oh nein, was jetzt? Lassen das. Okay. Ich würde schon sagen, kann ich jetzt innerhalb des Flugs nochmal bekämpfen oder was? Evacuate immediately. Hey. Live for Connors. Connors Willen soll ich leben. Oder sagen die das zu sich selbst, damit sie Connor beschützen. Also eigentlich wie immer. So. Okay. Danke für den Weg freimachen. Ja, dann halt gleich gerade mal zwei. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Okay. Bin da, genau. Never give up. In der Tat, es gibt auch keinen Grund aufzugeben. Der ist weg. Was jetzt? Okay. Ich sehe halt nichts, ne? Er sagt halt ständig hier bewegen. Ich sehe gar nicht, wovor ich mich manchmal wegbewegen soll. Wie hoch muss ich denn klettern? Ey, ich fahr ein bisschen schneller, ne? Er schon wieder. We don't have much time. How did you? Come on, we gotta hurry before the whole world goes to hell. Diesen komischen Typ, dem man nicht trauen darf oder so. Wobei, Cliff hat ja gesagt, wir dürfen ihn nicht trauen. Er ist ja der Böse. Ach, ich weiß auch nicht. So, ruhig überschreiben hier. Passt das auch? Ich kann auch die Info ausblenden, okay. Okay, also wir fliegen von Frankreich irgendwo da hinten hin. Das ist pink. Sind wir da jetzt wieder in der Steuerung von Ayumi? Ayane? The cloaking stack.
okay. Die ganze Festung im Tarnmodus hier. Winter. Black Narwhal. Von der haben wir gerade auch schon gehört. Der Flugzeug. The contractor that won the manufacturing bid was Genesis Dynamics. They're actually a front for LOA military operations. It's in dock right now, ready to ship out any time. So you want me to get to that ship, right? Ja, immer muss ich hier überleben, ne? You're such a smart kid. Okay, hey, geh, sterben. Oh, okay, haben wir direkt was zum Aufwerten? Das klingt doch gar nicht mal so verkehrt. Hey, auf Stufe 3, da haben wir das auch. So, dann würde ich sagen, blutüberströmt geht es dann weiter in der nächsten Folge von Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. Bis dahin, viel Spaß und auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis dann.